Beim Wurmlinger Pfingstritt am Pfingstmontag geht es nicht um die Wurst, sondern um den bunt geschmückten Baum, den Meien. Diesen gilt es zu packen und aus einem gekennzeichneten Kreis zu ziehen, wie hier im vergangenen Jahr. Schafft es keiner, so gibt es einen zweiten Ritt. Wenn dann immer noch niemand den Meien gepackt hat, geht der an den Pfingstputz. Das ist der junge Mann, der hier als Baum verkleidet ist. Eingebettet ist das Ganze in ein buntes Heimatfest mit Festumzug. Dieses Jahr sind die Jahrgänge 2003 und 2004 dran. Frauen dürfen traditionell nicht mitreiten, spielen aber als Pfingstdamen beim Fest eine bedeutende Rolle. Normalerweise findet das Fest alle 2 Jahre statt. Doch durch Corona ist der Zeitplan etwas durcheinander geraten. Deswegen wird diesmal ausnahmsweise in 2 Jahren hintereinander der Pfingstritt ausgetragen. Los geht es um 13 Uhr mit dem Festumzug.